Ja, ist ja wirklich schier unglaublich hier, was hier so passiert. Da bin ich jetzt kurz mal oben, hab ein bisschen was gegessen. Und da steht hier schon wieder eine Kiste vom Nachbarn. Das heißt, wir machen gleich wieder ein Video. Beute von heute, die Trödelkiste vom Nachbarn, eine pro Woche kommt. Ist ja unglaublich. Ah, ja, schauen wir mal. Da ist sie. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, was drin ist. Wie gesagt, auch wenn es bald keiner mehr glaubt. Aber ich weiß nicht, was drin ist. Ich gebe 10 Euro blind für eine Kiste. Hier ist der wahre Kistenkönig. Ups, Entschuldigung. Oft kopiert, doch nie erreicht. Kistenkönig Tommy. So, jetzt sei noch mal eingangs erwähnt. Also, es handelt sich hier bei ihr natürlich, wenn man so eine Kiste kauft, nicht um die absoluten Knüller und die absoluten Raritäten und dass jetzt jemand irgendetwas Besonderes erwartet aus so einer Kiste. Ich erwarte immer grundsätzlich erstmal, wenn ich 10 Euro bezahle für eine Kiste, nichts. Ja. Außer, dass sie mir diese 10 Euro vielleicht wiederbringt. Da kann man nicht viel verkehrt machen. Manchmal ist aber eben doch irgendwas Schönes dabei, irgendwas Tolles, womit man gar nicht rechnet oder wo man denkt, irgendwie so geil, aber stimmt, so was gab's ja auch mal. Und auf die Dinge bin ich gespannt. Die Dinge, die nicht so, ja, wo man nicht mitrechnet. Ich mache auf. Ach, ich sehe schon was. Ich sehe schon wieder was. Ah, und zum Beispiel das eine Mal war ja ein Akkordeon auch dabei, ja, mit meinem Kauf. Und oh, das war auch günstig, das war wirklich gut, das war wirklich günstig, das war toll. Das sieht mir oberflächlich betrachtet, wenn ich so hingucke, schon mal nach wesentlich mehr als 10 Euro aus, weil ich sehe da schon einige Sachen, die mir sehr gefallen werden würden. Denke ich mal. So, geht los, ich fange an. Ja. Ein Klappstuhl, ein Gartenklappstuhl, und zwar ein Kindergartenklappstuhl, meist. Das ist eben auch ein älteres Modell. Der wird dann hier verriegelt. Zack. Dann kann er nicht mehr auseinandergehen und dann hat man einen kleinen Klapphocker. Diese Klapphocker, also der wird aus den 50er Jahren sein. Die gibt es aber auch. Die gab es aber auch schon viel früher. 20er Jahre und so. Da sind die richtig wertvoll teilweise. Also da hatten sie einen gewissen Wert. Der aus den 50ern. Hier, der ist auch nicht schlecht, weil jetzt ist Massivholz. Die werden bis heute noch gebaut. In der Art und Weise. Heute gibt es sie schon ganz billig. So einen würde ich jetzt ansetzen mit 20 Euro tatsächlich. 15 Euro kriegt man immer dafür. Dann ist der schon weg. Damit ist die Kiste schon bezahlt mit so einem Ding. Also 10 Euro kriege ich sofort für den Klapphocker, wenn ich den hier rausstelle. Ja. Dann ist ein 10er ja kein Problem. Damit haben wir das. Einmal ab. Ja, ich habe Besprechung. Ich habe Besprechung mit mir selbst. Ich pack nämlich gerade Kiste aus. Ach so. Hier, nimm mir einen Stuhl. Nimm mir einen Klappstuhl. Kannst du mit dabei sein? Ich packe nämlich eine Kiste aus. Nehme ich vor der Kamera, mache ich das. Das ist der Wolfgang, ist auch gerade gekommen und setze sich jetzt hier ganz gemütlich daneben. Das sind nicht viele Sachen, wa? Das weiß ich noch nicht. Da werde ich jetzt jedes einzelne Ding durch. Ja, habe ich. Nee, hier schenkt nicht. 10 Euro muss ich bezahlen. Wer die Kiste? Die ganze Kiste 10 Euro, ist nicht viel. So, was haben wir hier? Eine Königskrone, das ist natürlich Kram, Tünnef, das sind hier, wie heißen die Pika? Naja, wie ist schon für Fleischpika. Fleischpika, Aperitif-Ding, Dings da oben. Ja, kannst du ja alles in den Käse oder so. Das ist was für ein Trödel, das kommt in die Trödelabteilung auf alle Fälle, das ist nichts für mich. Osterei. Osterei mit noch ein Osterei, das ist auch furchtbar kitschig, ja. Also das ist ja hier, nee, würde ich glatt. Wolfgang, willst du haben? Hallo. Na, siehst du, will nicht mal Wolfgang geschenkt haben. Da kann man nicht aufheben. Nee. Kann man das Osterei mal schenken. Ja, das könnte man zu Ostern jemand schenken. Das hier, die finde ich immer ganz nett. Das ist zwar jetzt kein altet. Wenn es ein altet wäre, wäre es richtig wertvoll. Also trotzdem, ja, wie. Aber ist trotzdem schön. Kann man für die Kinder Ostern Sachen drin machen, verschenken, verstecken. Ja. Und dann weg damit. Was haben wir denn hier? Das ist ein Körbchen. Das ist einfach nur ein Körbchen. Trödel. Das ist Kaffee.
aus Kunststoff. Das ist hübsch, dass du dir eine coole Kappe machen kannst. Bitte? Willst du das haben? Schenke ich dir. Ja, das so, haben wir schon Abnehmer gefunden. Weg damit. Haben wir schon verschenkt? Ja, aber ich kann es nicht gebrauchen. Ich bin kein Dings-Kaffeetrinker, bin ich nicht. Das ist, ist aber auch sauber innen drin. Na ja, ich weiß. Da muss man mal das. Ah, der Fall so schwer zugeht. Geht der schwer zu, geht er nicht schwer zu. Der musste gerade machen, Wolf. Ja. So. Bist ja auch. Ich hatte den Schiff. Ja. Also erstmal muss das Ganze gerade. So. Jetzt hast du ja hier den Gummio verrutscht. Wolfgang, du bist ein brachialer Mensch. Die Jahrzehnte hat das gehalten. Ach so, da machst du. Einmal gibt man das Wolfgang in der Hand. Und schon ist es kaputt. Alles kaputt gemacht hat der Wolfgang. Ist natürlich Quatsch. So, so, bitte. Ach so. Ja. Jetzt. Wolfgang, bitteschön. Dankeschön. Das ist hier Friesland. Ist angeschlagen, kommt in Müll. Ja. Irgend so ein Ding. Davon haben wir noch eine. Leider, wenn eine fehlt, kommen die anderen auch im Müll oder in Trödel. Noch eine. Ja, zwei Stück. Kinder, Reno, Lino. Uiuiui, Partykram. Jetzt nicht, dass wir irgendwas Peinliches hier rausholen. Ich sehe nämlich schon Unterteile. Ach, ein Spielzeug ist das. Kinderspielzeug. Ich sehe hier eine Barbie. Auf alle Fälle. Da bin ich aber gespannt. Ja, irgendwas Besonderes dabei. Das, ich schmeiß das erstmal hier hin. Eine Partyflöte. Eine ringequetschte Barbie. Das ist hübsch, ja. Muss man erstmal anziehen. Ist hübsch, ja, Barbie, sag mal. Ich sammle sowas nicht. Ich meine, die Kinder, die freuen sich doch. Nur ein, zwei Jahre, wie die ganz kleine noch. Die ist ja schon grauhaarig. Das kann man ja auch noch nehmen. Ja, eine Barbie. Irgendwelche Dinger. Eine Hexe. Wenn du eine Kindergeburtstag hast oder irgendwas, machst du die Geschenke wie als Kindergeburtstag sogar für fertig. Einen kleinen Siku-Trecker. Die Dinge habe ich früher als Kind ganz die Kiste voll gehabt. Ja, das ist ja Wahnsinn, ey. Und was willst du da haben zum Geburtstag, also Weihnachten? Schiko-Autos. Kennst du noch die Dinger, weißt du noch? Ja, sind die ja. Ja. Da habe ich die. Naja, also das ist hier alles nichts, das kommt auch in den Müll. Das hier ist alles Kram. Also die Barbie können wir mal kurz mal draußen lassen. Vielleicht kann man die echt verschenken an irgendjemanden, der mit Freude hat oder so. Ja, die kriegst du 10 Euro, oder? Ja, der Stuhl war ja mit drin, damit hat sich das schon bezahlt gemacht. Für den Krieg nehme ich auf alle Fälle 10 Euro. Ah! Das ist mal schön für die Kinder, ja. Eine Autokiste. Oder eben eine zu verschenken Kiste, eben wie gesagt, immer wenn da mal die einer kommt und hier was. Immer auf dem Trödel mal an, nicht hier bei der Ufer sitzen. Ja, teilweise nehmen sie richtig Geld dafür. Ja. Manali hat immer eine Kiste da. Tja, da gibt es ja auch Dinge, das ist ja Überraschungsei. Viel ist Überraschungsei. Das ist nicht Überraschungsei hier, aber viele andere ist Überraschungsei. Ja, was die. Und da gibt es ja auch. Wenn du da mal rinkommst. Ja, da war aber ja auch nicht drin teilweise. Doch. Da gibt es ja auch richtig teure mit bei den Dingern. Ich habe nur keine Ahnung davon. Also ich würde das jetzt alles so drin lassen und würde denken. Joch, ne? Doch, da ist mal drin, Papier eingewickelt, da steht ein Spruch drauf. Jetzt wieder drei Dinger. Ja, da steht dann drauf, wie man es aufbaut. Ja. Aber leider ist da nur in einem Ding was drin gewesen. Aber ist egal. Kann man ja hiermit dazu schmeißen. Ist ein Ding. Guck mal hier. Kram. Das war früher mal eine alte Kaffeebüchse. Ja. Na, wahrscheinlich auch, wa? Wie nannte man sowas hier? Na, Wolfgang, wie ist das noch? Ja. Das ist eine Bürste, da sag ich, Kleiderbürste. Kleiderbürste, genau.
Konntest du denn deine schöne feine Hose mit abbürsten und die Jacket? Es ist eine Gruppe, es ist die Gruppe der freien Techniker. Feine. Ja, ein bisschen grober sein, dann würde die Füße besser abkriegen. Ja, ist auch eine schöne. Ne? Das Ja. kommt zu Trödel auf alle Fälle. Ach, dann hier wieder so ein Tünne. Ach, für die Stecke machen kannst für Blumen oder sowas. Wo man die Stecke machen kann für Blumen. Wolfgang, du weißt richtig Bescheid. Du bist ein richtig schlauer Fuchs. Ja, das wissen die Leute ja gar nicht. Wozu nimmt man sowas? Ne? Klar. Hier hast du Wasser drin gemacht. Da unten. Und da hast du dann deine Blumen drin gesteckt. Da hast du drin. So was oder kannst du auch einen Tisch stellen oder einen Friedhof hinstellen, je nachdem, ja. Na, endlich mal was, was ich im Fahrradladen hier brauchen kann. Eine Luftpumpe. Wenigstens. Nee, die funktioniert leider aber nicht. Ach Mann, ey, schade. Hier ist ja wirklich jetzt hier ist ja viel, viel Müll. Viel Müll in der Kiste. Das auch. Ich meine, so eine Eierdings, so eine Eier. So weit braucht man jetzt gar Ja, ich würde auch für die Kinder mal einmachen, wenn Eier machst für die Kinder. nicht. Ja, aber dann kaufe ich so was Zur Neues. Dann nehme ich Schule, ach nicht, dann so. nehme ich ja nicht so ein Ding, was so aussieht. Ach so, ja, gut, ja, ist richtig, hast du, Das ist ja auch schon hier 20, 30 Jahre alt. Das darfst du nicht ja. vergessen. Emser, naja, Emser Plast, okay, auch nochmal Kaffee und Mehl oder so, oder zwei von den Dingern, Zucker und Mehl, Zucker und Mehl. Die kommen auch weg. Die will ich auch nicht mal Wolfgang anbieten. Das kannst du aufheben, ja. Kleine Kaffeekanne. Ja, für das hier etwas. Kannst du sie brauchen, dann nimm sie. Ich schmeiße weg. Also sonst kommt sie im Müll. Die hier würde ich schon eher behalten. Na, einfach nur, einfach weil sich, das lässt sich mittlerweile ganz gut verkaufen. So was hier. Da fehlen Ja. leider die Füße, aber in klein sind die halt selten. Diese Teile. Kann Ne? man raus, ist kaputt. Bauscher Weiden. Im Grunde genommen so ein kleiner Thermo-Aufsatz oder Thermo-Verkleidung für eine kleine Kanne. Die behalte ich. Also wird dann sauber gemacht und wird dann irgendwann angeboten auf dem Trödelmarkt. Flohmarkt. Thermos, das ist eine frühe Thermoskanne, wenn du so willst. Ne? Kartenspiel, wa? Tada! Kartenspiel. Ob es komplett ist, wir wissen es nicht. Was ist hinten drauf? Klassisch. Zwei sein. Herz Ass. Alle dabei, wie auch immer. Trödel. Skat. Skatblatt. Schön in der originalen Box. In der originalen Schatulle. Weihnachten ist ja bald wieder. So was hebt man eigentlich nicht auf. Mit dem Stern drinnen. Kann nur weg. Kann man wegmachen. Das ist leider nicht. So was hier. Das Jute. Das kann man schon mal aufheben. Ach, ist das schön. Alte Spielsteine sind hier drin. Ja, Würfel, alte ja. Ich Holzfiguren. ändere da schon, wenn man ehrlich nicht sieht oder so, oder Heimer sieht oder so, ja. Oh, es sieht aus wie Heimer, weil jetzt so viele sind. Ja. Und das Schöne hier dran, das ist auch noch eine schöne alte Schatulle, die auch noch selten ist. Ja, also mit diesem chinesischen Motiv ist eine alte Teedose. Natürlich ist es eine alte Teedose. Ja. Das ist das Teelot gleichzeitig für drei Tassen, hat man das genommen. Der Deckel ist gleichzeitig ein Lot. Wenn man das dann Aber jetzt, wo aufgefüllt du hatte, sagst, ja, kann man das. wenn ich Kann man, unterbreche, der sagt, kleine Schachteln oder sowas, wie du da hast, dann ist das jetzt die ist ohne die wirklich schön. Inhalt jetzt, ja. Ja, ohne Inhalt. Daneben drücke mal 4, 5 € für. Ja, für die würde ich sogar noch mehr nehmen. Für die würde ich jetzt 12 € bis 15 € aufgeben. Für die. Weil die ist wirklich außerordentlich schön. Ja, es ist, und China ist sowieso angesagt. Das finde Und ich. mit dieser Raffitücke, dass man das oben gleichzeitig als Messbecher hat. Ja, steht drin, Teelot für drei Tassen. Ich weiß. Aber Toll. manche sind, wie sagt man das, Toll. wirklich heiße, wo sie dann 5 € oder 4 oder 6 € nehmen. Ja, das so, ich Ja. weiß. Ich habe schon viele gesehen. Müll. Definitiv Müll. Die kannst du nehmen, ja, was ich weggelegt habe, was er will. Ablage, das ist das Ding hier unten, das da.
Der Tür? Ja. Der ist Müll. Ach so, naja, ja. Der ist kaputt. Kaputt? Das ist ja, ja. Weil er wurde spontan, der ist ein Fahrrad. Guck mal, hier ist auch kaputt, da. Guck mal. Oh, scheiße, ja, ja, klar. Ja, auch kaputt. Wenn sowas kaputt ist, dann braucht man das nicht auch nicht aufheben. Nee, nee, wundert nicht, mich, dass Leute manchmal ewig sowas aufheben und mit rumschleppen. Das ist Müll. Hier ist noch ein Fensterbild, das ist für mich, zu Hause, für mich leider auch nichts. Also würde ich auch in die Müllabteilung eher dran, noch nicht mal trödeln, weil sowas kaufen sie noch nicht mal auf dem Markt. Nicht für 1 Euro. Das ist wirklich leider viel zu schade. Manche Leute nehmen alles Mögliche mit, aber die werden sie nicht los. Das ist ja Quatsch. Das hier ist für Zucker oder naja, Aschbeck ist das nicht, oder? Ja, ich weiß es nicht, ich würde eher denken Butter oder sowas. Ja. Weil das ist drin glatt. Ja. Und das hat diesen Rand zum. So eine Glocke, Glocke. Ja. Wo man so eine Glocke drüber wenn macht. Wenn da noch ein Teil zu ist. Ja, ja, ist ja nicht, ist ja leider. Leider eben nicht. Ja. Leider ist es einzeln und deswegen kommt das auch in die nicht mal Trödelabteilung, sondern leider Müllabteilung. Jetzt kommt was Schönes. Es ist zwar dritte, vierte, fünfte Wahl. Keiner weiß jetzt so genau, was für eine Wahl es ist hier. Das ist auf alle Fälle was ganz, ganz Schlechtes. Ich könnte mir was vorstellen. Produktion her. Wenn es WMF. KPM, wenn dann. KPM, ja. Könnte ich mir so vorstellen. Ja. KPM wird vielleicht auch die Urform sein. Ja. Leider ist es hier angeschlagen. Mann, 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 ey. Auch noch relativ. Ist hier kaputt, war hier, war? Ne, hier. Ach, da. Nur da an der Stelle. Die anderen sind alle in Ordnung, ja. Hier ist noch ein bisschen, ja. KPM, ja. KPM. Aber es ist natürlich vierte, fünfte, sechste Wahl, was auch immer. Entweder, gut, wenn du mal 1 Euro für kriegst. Dekorativ ist es. Hat eine Vormarke. Ja, dafür ist es etwas zu schade. So was kann man nehmen. Da kann man eine schöne Feder auflegen als Federablage. Ja. Also nicht als Feder vom Vogel, so eine Feder, sondern Kugelschreiber, so was, zum Schreiben. Also eine Schreibfeder, eine alte. Ja. Ne? Weil das ist so eine klassische, so Rokoko-Stil. Ist das doch so, ne? Ja. Finde ich schön. Das finde ich schön. Auch wenn es kaputt ist, finde ich es schön. Das finde ich auch schön. Finde ich schön. Das bleibt. Ja. Jetzt kommt, wer kennt das? Ich weiß, das ist so eine Schale. So rau. Aber so rau. Habe ich auch so eine Schale zu Hause. Klingt ein bisschen tiefer, so eine KDM-Schale. Das kann man bald auch so sagen. Gibt es ein Zeichen dran? Das ist so rau. Ja, oder ja. Und so rau ist in Schlesien gewesen. Also, ja, verschiedene haben. Da kannst du um den Tisch stehen, kannst du Fisch drin machen oder alles sowas. Also wie gesagt. Ja. So kleine Sachen oder sowas. Für die Brustzeit ist das gut. Das Interessante daran ist, dass natürlich diese Fabrik nicht mehr existiert. Ja, ja, ja. Und ja, dieses Muster nicht mehr ja, natürlich nee, existiert. Ja. Ist halt schlesisch. Das war mal deutsch, sozusagen. Ja, 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 ja. Und deswegen ist es bekannt und beliebt. Auch wenn es jetzt nur ein Teil ist, wie es aussieht, ist leider und wieder nur ein Teil. Aber die Leute kaufen sowas. Wir damals von der Holzfirma liefern waren, haben wir zu Weihnachten von der KPM ist da oben an die Tee hatten, da große Ecke war. Ja. Ja, ob das existiert, weiß ich jetzt nicht. Steht. Ja, und dann haben wir zu Weihnachten eine große Schale gekriegt. Also, die war wesentlich 300-400 Mark damals. Ja, siehst du, sowas, das ist schon gut. Ja. So, weiter jetzt mit einzelnen Porzellanteilen. Das ist wiederum nichts Besonderes. 50er Jahre. Ende 40er, Anfang 50er ist es. Nur ich brauche, wenn ich auch den Teller so was. Das kommt natürlich in die Trödelabteilung, ist ja klar. So was wird ja nicht weggeschmissen, so was wird auch bei mir verkauft, weil es wirklich ist wenigstens dekorativ und zweckmäßig. Man kann es verwenden. Ja, ja, ich meine, wenn er da jetzt 4 Euro kriegt oder sowas. Ja, eben, sowas wird es schon geben. Dann hier der goldene Rand, das ist ja auch bekannt. Oh, ja, auch Bavaria. Ja, deswegen. Das ist das gleiche System im Grunde genommen. Ist dekorativ, ist zweckmäßig, kann man verkaufen. Bringt aber nicht viel Geld. Ach, nicht viel Geld. Sieger. Seltenes Muster. Das Sieger auf der Nase auch da. Wenn du auf der Polenmarkt ist, hier bei uns, ja, wisst ihr, bei Opa oder bei Obi da, die schmeißen alle die Kiste rein, die Hälfte ist kaputt. Das verkaufen sie noch für 1 Euro, 2 Euro, was ist das? Ja, das finde ich gar nicht so gut. Ja, wie gesagt, ich würde sowas hier auch für das hier für 3, 4 Euro verkaufen. Das für 3, 4 Euro, das andere goldene Rand. 2-3 Euro, das andere auch 2-3 Euro. Da
Vorlage, Tablett. Kriegst du deinen Zehner wieder raus, was du da die Kiste hingesteckt hast. Den Zehner hat man auf alle Fälle wieder raus und man hat eben das noch, die Tüte, umsonst oben drauf. So, Kiste. Oh, ein Bildbetrachter. Ein Aquascope 10. Tatsächlich ist das drin, was draufsteht. Aquascope 10. Ein Dierbetrachter. So hieß das ja, ne? Ja, ja, ja. So sieht er aus. Hast du Dier betrachtet? Hast du Dier? Ich glaube, die hast noch. Ja. Das ist doch gut. Weil ich ja viel zu tun habe mit An- und Verkauf, hast du auch ab und zu mal natürlich auch mal Dias, die du ankaufst. So, brauchen wir die. Hallo. Hallo. Willst du dein Rad abholen? Ja. Das darfst du wohl. Das darfst du wohl. Oh, so. Dann machen wir gleich weiter. Kommt doch durch. Ja, ja. Boah. Tja. Das Einzige, was ist, bei den Dingern ist, dass ich natürlich schon welche habe. Jetzt habe ich aus dem Osten eins und werde mal gucken, welches besser ist und dann tauscht man das halt aus. Aber dafür kriegst du immer 10, 15 Euro. Ja, ich muss sagen, Aqua ist gut. Aqua ist gut. Aber das ist eine gute Firma und das ist ja kaum benutzt. Also es ist ja wirklich... Nichts anderes kannst du mit dem Ding verärmen. Dann wolltest du den haben. Verärmen? Nee, ich hab den nicht, ich wollte nicht. Ich hab den nicht im Schrank, in meinem Wohnzimmer-Schrank, da habe ich die ausgesucht, Dinger, wollte ich ihn dazustellen. Ja, also wenn du zu nett bist, weißt du nicht. Ja, kannst du ja machen. Mit Pack Stecken rein. Dann kannst du da. Gut, danke schön. Der Wolfgang sahnt hier richtig ab, der kommt hier vorbei. Nein, ich will nach, komm. Nee, Leute, nicht das weiter, nein, ich sah nicht, aber oh, komm. Nein, ich wollte. Du hast doch abgesahnt, ist doch gut. Ja, ich hab. Schrank, ist doch okay, hab, Wolfgang, nee. Ist alles gut. Ich bin ja nicht so großer Sammler, weil wir sind so in Ordnung gestorben. Da habe ich gedacht, fragt sie mal, die sind gut, da habe ich auch noch welche von zu Hause. Aber aus Bayern, da ist jeder oben. Er klappert schon wieder draußen. Ich mach mal ganz kurz. Mich entdeckt, guck mal an. Hä? Hat mich einer auf YouTube entdeckt und hat den Fahrradladen wiedererkannt. Wieso? Naja, YouTube-Videos mache ich doch. Ich mache doch YouTube-Videos, Wolfgang. So, jetzt egal. Ich habe hier einen Bierkrug. Leider Gottes. 5, 6 Euro wirst du auch hin dafür. Ja, ist ja richtig. Wolltest du selber behalten? Nee. Da hat man ein paar Stück, da kann ich ja von mir durchschmeißen. Na, ich hätte ihn jetzt dir geschenkt, so ja. Willst du haben? Ach ja, gut, ja. Ja. Nimm, Wolfgang. Kannst du haben? Du musst ich brauche eine kleine Tüte. Ja, geben, ich gebe dir ohne kleine Tüte. Ich brauche das nicht. Das zum Himmels Willen, ich brauche das nicht. So, was haben wir denn hier für? Das ist hier für das Ganze, wenn eine Decke da ist, für Senf oder so. Für Senf. Genau. Senf, das ist halt drin, du hast das erkannt. Das ist für Senf. Senf. Zucker. Ja, das ist halt für Kinder. Ja. Ah, für Kinder ist das nicht. Nee, nee. Das war schon. Das ist schon. Und lass mich nicht runterfallen. Nein, lass ich nicht runterfallen. Ich gucke nur nach der Marke hier. Ach so. Die haben ja alle Marken, die Dinger. Wissen wir ja. Das ist WMF. Natürlich. Ah, das WMF. WMF. Oh. Da haben wir unser WMF, Wolfgang. Was ist das? WMF. Herrlich. Vom Feinsten. Kleines Senf. Senffässchen, Gläschen. Und original und alles noch dran und alles noch drin und so, ja, dieser kleine Löffel hier, der ist auch noch mit bei. Schön sauber machen, hinstellen, entweder selber behalten oder verkaufen. WMF kriegt man immer super, super verkauft. Ja, ja. Genau. Es gibt ja, wenn du Trainer machst, bis jetzt, gibt ja so eine Sammler, siehst du, die alle so ein, auf Deutsch gesagt, so ein Kiki sammeln, ja. Das ist doch was Schönes, auch was Schönes, kleine. Ja, 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 das ist da, wenn du bekannte. Na, weil ich schon nicht schmult, jetzt muss ich die Kiste mal zu Ende ausmachen. Und hast du 15 Euro den Himmel zu sagen? Quatsch! Wie war? Den habe ich weggeschickt. Das war doch nicht laut. Ich habe mal gedacht, dass immer. Ja, aber so ein Techno-Fuchs, so voll so der 90er Jahre, Maruscha, ja. Scooter-Typ. So, was haben wir hier so? Das Ei habe ich gerade weggepackt. Ich muss nicht lachen, mir fällt mir gerade ein. Es kommen so einige Sachen verkaufen bei dir oder so. Jetzt zum Monatsende, verstehst du? Stimmt, das Monatsende, deswegen kommen die wieder alle. Da muss man aufpassen. Acht Tage noch. Genau. Jetzt kommt da jeder, kommt da jeden Pumpen mit dir noch. Irgendeiner noch. Pumpen kommen so auch noch.
Sammeltasse, Mokka-Tasse, Untertasse. Nur, leider. Obwohl das irgendwie nicht schlimm ist, weil die bringen ja auch nicht. Bevor ich da wie 2 Jahre zu haben können, die ganzen Schrank wird auch nicht getrödelt, weil wir gehen mal. So. Ich brauchte das nicht. Das ist doch nur mit dabei, Wolfgang. Ich kaufe da sowas, würde ich im Leben nicht mehr einzeln ankaufen. Da muss es schon Ludwigsburg oder was diese Kühe. Ja, ich habe, ich hätte das verschenkt. Ja, aber weißt du, verstehst du, wie ich meine? Ich meine, ich brauche es ja eigentlich nicht. Das kommt da jetzt nur durch Zufall. Ach, guck mal hier. So Teller und sowas hier, so Weihnachtsteller, ach, Osterteller. Das brauche ich halt nicht. Das alles hier, guck mal, das kommt alles im Müll. Schmeiß ich alle Müll. Oder auf den Trödel oder stellst du die Hälfte von. Jetzt raus zu verschenken oder irgendwas. Ja, das ist ja. War eine Quere, in der Hand hat das. Streichhölzer. Achso, Streichhölzer. Jetzt kommen nur noch Bücher, jetzt sind wir eigentlich schon fast wieder durch. Der gute Ton, das gibt es ja schon sehr lange, das Buch. Früher hieß es das ABC des guten Tons, mittlerweile ist es ziemlich dick geworden, wenn man so guckt. Der gute Ton. Also, ich gehe mal. Vielleicht ist es das auch ja nicht. Doch, der gute Ton in allen Lebenslagen. Ist sogar mit diesem Jugendstil. Mit diesem Jugendstil-Ding. Hier, so. Ja. Jugendstil-Rahmen, wie damals auch war. Die erste Ausgabe. Der gute Ton. So, das ist doch gut sein. Gerne Trautmannsdorf. Schöne Ausgabe. Ist so ein bisschen ins Lustige gezogen. Na gut, okay, das ist nichts für mich. Ach. Trödel. Was haben wir noch? Und nimmt denn der verdammt in alle Ewigkeit. Der Anführer, wie der hier heißt, ja, der Gewisser hier, der hier Nummer 25 oder 26 hier. Ja, der Trödler. Ja, nimmt der auch sowas? Geschenkt nimmt er das. Ach, ja. Ja, kaufen tut er das nicht. Nee. Berlin. Vista Point. Stadtführer. Von Berlin, ein Stadtführer von Berlin, ein etwas älterer aus den Anfang 90er, Ende 80er Jahren. Wir schauen mal, von wann ist der? Anfang 90er Jahre müsste der sein, so wie das hier auch aussieht. Ja, Anfang 90er. Berlin ist wieder Berlin, also Anfang 90er. 92, genau. Oh, ja, genau. Das ist schön, das ist interessant. Ja. Das kann man gut verkaufen, auch hier an die Touris oder so. Reden zur Hochzeit. Musteransprachen für Hochzeitstage. Das ist so was gibt, wa? Reden zur Hochzeit. Wolfgang, was machen wir denn? Was reden wir denn? Der Bräutigam, ein Nachbar spricht. Was lustig tut, weil so ein Nachbar bei wurde, sei gesagt, ja, ist gut, ja. Reden zum 15. Ach. Hochzeitstag. Gläserner Hochzeit, 15. Silberner Hochzeit. Ist doch alle drin? Haben sie. Ja. Kann ich auswendig lernen. Die Reden zur Hochzeit packen wir hoch, Trödelstapel. Flugzeug, augengerichtet war, Ostkap der Insel zuhielt, Frank immer noch den Kopf in den Händen gestützt. Vor den Tröner hier, vor den Hitze. Sie klopft da an eine Tür. Ja? Ich sag, vor den Tröner hier hitze nicht viel, wa? Wieso? Ich meine, wo ist denn der? Ja, ist halt ein Trödler. Ah? Ist halt ein Trödler. Naja. Ist ja nicht. Ich habe ja mit dem nicht viel zu tun. Ja. Weiter jetzt. Buch im Schutzumschlag hier. Oh, der Schutzumschlag ist schon gut. Verklungen, Horn und Geläut. Die Chronik des Forstmeisters Franz Müller-Dars. Ja, diese Schutzumschläge, die waren mal gibt's ja noch, ja, richtig beliebt. Ja, aber Buch ist Buch. Ja, das ist mal. So, warte mal. Ah, das, was ist das? Ah, nee, das, was ist das? Ah, nee, das, was ist das? ADAC. Wie, was? Der König der Detektive. Siehst du sowas? Wie du zuck. Der König der Detektive, Union Deutsche Verlagsgesellschaft. Kenne ich nicht, das Buch. Philip John Steed. Kenne ich nicht. Kennst du das? Nee. Ich weiß also nicht. Die ist ja gar nicht. Naja, das ist mir auch Roman. Das ist mir halt nicht so geschichtliche Dinge. Hab ich eben mal gelesen. Oh. Irgendwo hat man gelesen. Der alte Mann und das Boot hat man gelesen. Der alte Mann und das Meer.
Ja, das Meer, genau, ja. Das war spannend. Der alte Mann und das Meer. 91 ist das. 90-91, der ADAC, Atlas Deutschland und Europa. Jetzt hat sich einige Titanen. Seit 90-91. Aber ich glaube fast, dass man den so ja verkaufen kann. Auch Trödel. Trödel, 3 Euro, 4 Euro, was weiß ich, irgendwie so. Bücher ist natürlich so eine Sache, da gibt es so viel. Jetzt! Ach, machen wir erstmal das. Ein leeres Fotoalbum. Toll. Ich habe mich sehr gefreut. Ich dachte, jetzt sehe ich ein paar Fotos oder so. Und noch ein leeres Fotoalbum. Schade. Halt, hier hinten klemmt noch ein Foto drin. Ich seht. Na, die werde ich mal rausnehmen und mal nochmal. Was ist hier drin, oder? Weg mal dem Nachbarn nehmen, weil das ist nämlich von dem Nachbarn. Seiner. Ja. Dem Nachbarn seiner Familie. Und das muss ja hier nicht hier mit drin sein. Ist er das? Ja, das haben wir schon. Oma und Opa. Im August 1937. Naja, die hat er bestimmt nicht entdeckt. Die hebe ich immer wieder. Fotoalbum kommt auch zum Trödel. Das war denn schon fast wieder. Jetzt haben wir hier noch eine Kiste. Ich mache die auf. Kartenspiele drin. Eieieiei. Kartenspiele ohne Ende. Was sich so im Laufe des Lebens an Kartenspielen so ansammelt, wa? Wolfgang, was sagst du dazu? Padions. Karten. So, Resümee von der Kiste. Naja. Viel Müll, aber auch ein paar gute Sachen. Ist ja okay. Ein paar brauchbare Dinge. Ein bisschen Trödel. Ja. Also vollständig sind die Karten. Kannst du mal auf Trödelmarsch für 50 Cent verkaufen. 50 Cent. Naja. 50 Cent für ein Kartenspiel, das ist natürlich. Puh. Naja, du warst, die sind nicht teuer, das Kartenspiel. Wenn du mal ankommst. 3, 4 Euro. Ja. Ja. Ich meine, du musst. Ja, aber dafür stellt man sie ja nicht hin. Da muss ja schon, was weiß ich, wie viele Kartenspieler. Bei Kartenspielen kommt es ja darauf an, wenn du da ein altes Kartenspiel hast, was dann irgendwie 100 Euro bringt oder so. Naja, das ist natürlich, was tut das? Mit so einem neuen Spiel. Ja. Das würde ich mich nicht hinstellen. Da, das verkaufen. Pflanzenschutz. Du hast noch Glück. Das gibt ja nicht nur die Kartensammler, die das interessant finden. Sondern es ist ja tatsächlich, sind es ja auch die Sammler, die eben die Werbung sammeln, die hinten drauf ist. Ne? Also die Aufdrucke. Ja, und hast du Chemie, hast du hier bei dem Pflanzenschutz, Aglukon. Bei hier hast du Deutsche Bank, Berliner Sparkasse. Ja, so. Aber da gibt es neue Steuern, dass diese Sparkasse immer noch mitnehmen. Naja, das ist ja nicht von jetzt. Das ist ja schon älter, aber das ist eingeschweißt immer noch. Also das ist jetzt nicht neu. 1976. Oh, Sparkasse 1976. Erkuleuchten. Also das ist schon 20 Jahre. Das ist schon was Besonderes. Ja. Ne? Also das ist schon für einen Sammler teilweise auch interessant. Deswegen gucken viele auf die Rückseiten auch von Karten, was da drauf ist. Weil die Rückseite macht es immer interessant. Wie beim Porzellan fast. Ne? Wenn der Rückseite wird es interessant. Die Rückseite. Vorne sehen die Blätter immer gleich aus. Außer bei den ganz alten. Ich sehe ja was so auf den Ostbahnhof, was war hier vorne so Briefmarken und Bilder, was die alles anbieten. Mein Lieber, mal wie teuer die sind. Ja. Naja, klar. Na gut, das war's, liebe Leute. Das war's auf alle Fälle von. Heute von heute. So, den Rest packe ich jetzt alle wieder ein und das war's. Also bis dann. Ciao.